Emilia. Wir sollten uns unterhalten. Warte. Nein, viel zu ernst. Yo, Emilia, was geht ab? Nee, das gefällt dir nicht. Nicht so sehr, wie du mir missfällst. Wer bist du denn? Sitzurai, ersparen wir uns das Geplänkel. Erwischt! Damit habe ich dich wohl etwas zurechtgestutzt. Das passiert, wenn man mich Kühlergrillfresse nennt. Du wirst vom Musketier zu meinem Haustier. Hey, Emilia, das lag auf dem Boden. Ist wohl für dich? Liebe Emilia, wünsche dir einen fröhlichen Valentinstag. Hoffe, du magst Gänseblümchen. Dein Olli. Olli, die Blümchen waren für mich. Hey Olli, ich hab dich gesucht. J-Borg hat das gefunden. Du weißt schon, dass ich Emilia heiße, oder? Und ich arbeite bei Buzzblast, nicht im Coffeeshop? Warst du vielleicht etwas durcheinander? Also, du wärst gerne mein Valentinsschatz, oder? Nein. Wär ich nicht. War das Olli? Oh, du siehst aus, als hättest du gerade einen vegetarischen T-Rex gesehen. Was ist denn los? Sieh mal hier. Oh, wie romantisch. Ich spüre, dass da was zusammenpasst. Aber er hat mir nur noch die kalte Schulter gezeigt. Vermutlich, weil ich vorhin irgendwie durchgedreht bin, aber doch nur, weil ich dachte, dass er so eine Kaffeetussi mag. Für mich klingt das, als solltet ihr reden. Ich glaube nicht, dass er das will. Er verhält sich gar nicht mehr wie sonst. Dino Fury Schlüssel! Aktiviert! Verbindung zum Morphing Grid! Tiger Fury, grüner Ranger! Stego Fury, schwarzer Ranger! Mosa Fury, goldener Ranger! Dino Fury Power! Ich liebe eine herzhafte Lauferei! Meine Frau bleibt zwar die Nummer 1, aber das kommt dicht dahinter! Dino Night Schlüssel, bereit! Dino Night Rüstung! Dino Master Säbel! Dino Master Modus! Was ist das denn für eine Rüstung? Nigelnagelneu! Steht mir, oder? Sieht gut aus. Ich meine, widerlich. Na egal. Da spricht der Neid. Das stimmt wohl. Neid? Auf diesen krassen Fetzen? Ich wollte sagen, ach, vergesst es! Jetzt wird gebublastet! Erwischt! Schnitt, Schnitt und Schnitt!
Ich glaube, morgen nehme ich einen dieser neu eingeführten Urlaubstage. Wie wär's mit sofortigem Abflug? Reißen wir die Klappe dann nicht zu weit auf? Jetzt, da ihr bereits sitzt, zeigt euch der Koch gerne, was es heute gibt. Mein 6-Gänge-Boom-Menü! Das ist meine Gelegenheit. Du musst das nicht tun! Ich weiß, wer du wirklich bist! Du bist meine Mom! Na, spiel keine Spielchen mit mir! Sie wird euch weder zuhören noch glauben. Deswegen müssen wir sie da rausholen. Ist zwar groß, aber wir haben schon größere geschlagen, oder? Können wir das einem Faktencheck unterziehen? Solon, wir brauchen alle unsere Sorts. Sofort! Genug davon! Ich habe mich in dir geirrt. Du hast Großes geleistet. Bring dich jetzt in Sicherheit. Viel Erfolg, Ranger. Wir schaffen das. Flieh, Verräter! Das ist das Einzige, was du kannst! Gerade noch rechtzeitig! Gut, dass ihr hier seid! Wir brauchen diesmal jeden Einzelnen von euch! Sorts kombiniert! Verbunden! Dino Fury Megazord Schmetterformation! Verbunden! Verzehrer Gefriersort! Kampfmodus! Moser kosmischer Megasort! Bereit, Team? Bereit! Mich herauszufordern, werdet ihr bereuen! Dieses Teil ist härter als die Steaks von Dad. Wir müssen unsere Stärken nutzen. Olli und ich eröffnen den Kampf. Ha, ha, ha! Hopsi, ihr seid dran! Team Garcia ist dem Chat beigetreten. Hat den Chat verlassen. Yeah! Volltreffer! Bei euch alles klar? Ja. Krasse Aktion. Dann direkt noch eine. Springen wir hoch. Gefrierschlag! Mir wird langweilig. Das ist nicht gut. Festhalten! Festhalten! Ist nur Schlagsahne. Schlagsahne? Woher denn? Zitronenbaiser. Mir persönlich etwas zu süß, aber... Zu süß? Wie kannst du sowas sagen? Meine Nachspeisen sind umwerfend gut. Genau wie meine Fäuste. Also, auch in Japan gibt es Sporex-Bestien. Tortenwerfende? Nicht die Fäuste vergessen! Kostprobe gefällig? Nachschlag? Schokokuchen! Hau an die Schokolade etwas Chili ran! Da fehlt der Kick!
Na, vielleicht gefällt dir das ja. Ist bärenstark. Ich hoffe, das lässt sich rauswaschen. Granny Smith Apfelkuchen. Wow. Mir reicht's mit Kuchen. Noch was auf der Karte? Ja, Sugarhead schmeißt Torten, Waffels, Keks und Donuts auf den Markt. So? Dann schmeiß ich ihn mal auf den Markt. Es ist Morphin-Time. Dino-Fury-Schlüssel. Aktiviert. Verbindung zum Morphin-Grid. Fury Power! Schnapp sie dir! Oder wie man hier sagt, Gambare! Ranger Hotline! Das ganze Team wird in Japan gebraucht! Sofort! Daneben! Und ein komplettes Henchman-Menü! Kein Hunger! Aber friss das! Ha! Meine Retter in der Not. Ich kann auch Torten werfen. Auf der steht Ranger stinken. Hat Mucus den Mund wohl zu voll genommen? Wieder mal? Zum Glück war es weicher Cremekuchen. Alle 6 Ranger bekämpfen in Japan Sugarhead. Das Ablenkungsmanöver funktioniert. Sehr gut. Behalte das im Auge. Die Torte nicht. Wisch die weg. Hä? Echt jemand? Wow. Harvey, große Schwierigkeit. Ja, du bist ein Tier. Sei das Tier. Zeig die Katzenpfote. Nicht erreichbar. Dann müssen wir diesen billigen Zaubertrick wohl ohne meinen Bruder aushalten. Billig? Dein Bruder ist vielleicht nicht hier, aber ich verwandle euch gerne an seiner Stadt. Hilfe! Wie alt bist du, Emilia? 12? Weiß nicht, aber du siehst aus wie der T-Rex-Sort. Was? Nicht mal der Tiger? Oder wenigstens was Grünes? Olli? Du bist eine blaue Ranger-Puppe. Sag nicht Puppe. Ich bin eine Actionfigur. Keine Sorge. Mit dem Lichtschlüssel breche ich den Zauber. Lichtschlüssel! Schlüsseltricksereien könnt ihr vergessen. Der ist hin. Dieser Gefahr hättest du dich nicht aussetzen dürfen, Hex Curio. Ohne dich ist der Bann des Zaubers gebrochen. Das können wir nicht riskieren. Ihr seid wohl mit mir gestrandet, Flachkörper. Oder du gestrandet mit uns. Dr. Arcana, bringt ihr euch in Sicherheit? Wir übernehmen Wreckmate. Folgt mir. Letzte Gelegenheit, eurem Kapitän Tribut zu zollen. Verbindung zum Morphin Grid. Bei so einem Kapitän meutern wir lieber. Leicht, Matrosen. Elektro-Dino-Schlüssel, bereit. Ruhe sanft bei den Fischen. Damit hast du nicht gerechnet, stimmt's? Nein, aber sieh dir das mal an. Flammender Dino-Schlüssel. Bereit. Du bist der Erste, der mich... Volltreffer! Ich kann da nicht zusehen. Ich muss ihnen helfen. Achtung, ich komme! Schmeiß ihn! Auch was Neues. Izzy, Vorsicht bitte! Ich versuch's. An meine neuen Ausmaße muss ich mich noch gewöhnen. Solon, ich hab eine Idee. Betrachtet euch als erledigt, Herzchen! Yo-ho! Dino Fury Cycle! Plasma Blast! Mein Rumpf beginnt zu knarzen! Das ist mal ein echtes Dino Cycle! Danke für diese Rettungsaktion, Solon! Das Fahren liegt mir im Blut oder in den Schaltkreisen! Für euch voidig aus? Oder könnte das was anderes sein? Bei unserem aktuellen Glück ist das jetzt Lord Zed, und zwar mit Galvanax und Venjix im Gepäck.
Fühler kenne ich doch. Glaubst du, die sind... Lasst mich das machen. Willkommen auf der Erde. Ich bin Zeto. Der legendäre Zeto. Ich weiß. Ich bin Aria. Wir sind Ravconia, wie du auch. Verdammt, das gibt's nicht! Ravconia! Ich habe so viele Fragen. Wo wart ihr? Was ist passiert? Und, was geht? Gut hergefunden? Moment mal. Wir wurden früher schon einmal reingelegt. Darf ich? Natürlich. Es ist wahr. Es lebe die Gedankenlesefähigkeit. Ich glaube, wir müssen da einiges nachholen. Wo was gibt's euch zu essen? Dürfen wir mit dem Raumschiff fliegen? Jungs, wo sind eure Manieren? Da wir euch jetzt trauen können, kommt doch in unsere Basis. Und damit sich Ravcon in Sicherheit erholen kann, versteckten unsere Vorfahren den Planeten. Die wenigen Überlebenden des Sporix-Krieges verließen ihn und wurden Nomaden, die darauf hofften, dass sie eines Tages in ihre Heimat zurückkehren können. Sie hinterließen Sendestationen auf den Sternen, die sie bereisten in der Hoffnung, die legendären Ravcon Knights würden eines Tages zurückkehren. Und mehr wissen wir nicht über die Geschichte unserer Vorfahren. So viele Nachrichten habe ich auf der Suche nach euch geschickt. Warum antwortet ihr jetzt und nicht früher? Hier auf der Erde ist es eher unhöflich, Nachrichten zu ignorieren. Zu meiner Schande muss ich gestehen, wir haben sie ignoriert. Wir hielten sie ehrlich gesagt für einen Betrug. Wie stehen die Chancen, dass ein 65 Millionen Jahre alter Ravcon Knight noch lebt? Die Ravcon Knights sind wahrhaftig legendär. Manche halten sie sogar für einen Mythos. Doch vor kurzem ist etwas Katastrophales passiert. Ravcon wurde zerstört. Ihr wisst davon? Ja, wir waren dabei, als es passierte. Es war Lord Zed. Wir haben alles versucht, ihn aufzuhalten, aber... Ravcons Verlust lastet schwer auf uns. Wir hofften, dass es wieder besser wird. Doch nun ist er verloren. Dann habe ich mich an die Nachrichten erinnert und musste die Wahrheit herausfinden. Somit sind wir hier. Die Erde ist wahrhaft erstaunlich. Ich hätte nie gedacht, auf eine lebende Legende zu treffen. Oder zwei. Lebende Legende, hm? Das machen wir uns als T-Shirt. Ganz sicher lassen wir das. Aber deine Nachrichten haben funktioniert. Endlich vereint mit unseren Leuten. Ja. Und da wir nun zusammen sind, können wir drei kurz sprechen. Es steht viel auf dem Spiel, Leute. Unser Erfolg hängt jetzt komplett von euch ab. Holt die Fahne des Feindes. Da oben ist sie, bewacht von Team Orange. Mit J-Borg als neuem Anführer sind sie schwer zu schlagen. Seht weiter zu, Buzz Blaster. Unser jährliches Fahnenklaus-Spiel wird auch dieses Mal. Fantastisch. Unsere Helden bei dem Spiel. Harvey und Amelia. Jane, wir wollten heute eigentlich frei nehmen, wegen... was mit der Familie? Papa? Entschuldige, ist echt wichtig. Alles bestens. Bye, bye. Was soll ich dazu sagen? Ich bin sicher, wir gewinnen dennoch. Es ist ruhig. Zu ruhig. Ich habe eine Lieferung für Jane Fairview. Wann habe ich denn ein Pferd bestellt? Es ist eine Falle! Oh! Oh! In der ersten Minute rausgeflogen, Annie. Das zweite Jahr hintereinander. Lass das mal lieber die Profis machen. Team Orange, Angriff! Ja! 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 Rechnung zufolge ist Jane das einzige Überbleibsel im Team. Früher oder später kommt sie zu dieser Fahne.
Doch ich bin bereit. Habt ihr was gehört? Nichts und niemand wird mich davon abhalten, die zurückzubringen. Ist das so? Klar. Doch warum rennen? Wenn ich tanzen kann. Da 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 da. Woo! Da 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 do da da. Woo! Yay! Team Yay! Cybercoach greift. Tut mir leid, Team Orange, war knapp, aber nix gibt's. Ziel erfasst. Aha. Pfeil. Oh yeah. Pfeil. Pfeil. Nein, das war so knapp. Und mein Tanz war so super gut. Gut gemacht, JB. Das war ein genialer Zug. Gelernt von der Besten. Ich hätte dir das mit dem Brief von Oakdale sofort sagen sollen. Das für mich zu behalten war falsch. Tut mir wirklich leid. Weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Nicht, weil du mir nicht gesagt hast, dass du nicht hin willst. Anscheinend willst du da nur nicht hin, weil ich auf dieses College gehe. Was? Nein, das keinesfalls. Du hast dein Leben lang davon geträumt. Was hat sich geändert? Ich dachte, wenn wir zusammen an Oakdale trainieren, wäre das großartig, dass wir uns unterstützen. Ich würde es dir so gerne erklären. Das einzig Wichtige ist, ich liebe dich auch. Tust du das? Moment, was heißt auch? Ich hab's dir nie gesagt. Oder irgendjemandem außer... Ich liebe sie. Absolut. Und ich hab's ihr zuvor noch niemals gesagt. Außer natürlich der grüne Ranger. Das bist du, du! Falls ich ein Power Ranger wäre, dürfte ich es ja niemandem erzählen. Wär doch geheim. Und ein Ranger könnte an keinem solchen Sportprogramm teilnehmen. Da sie ja immerhin die ganze Stadt beschützen müssen. Megasorts rumsteuern, toll sein. Wäre natürlich recht schwierig, falls ich Ranger bin. Ja, aber ich verstehe vielleicht schon und behalte das für mich. Und jetzt mach, was für dich passt. Die Beste sein an einem Weltklasse-College. Oakdale? Jawohl, ich. Mach ich. Versprichst du mir, dass wir uns gegenseitig unterstützen, egal was passiert? So macht man das, wenn man einander liebt, oder? So ist es. Ich liebe dich. Ich werde dich so vermissen. Und keine Sorge, Mom sorgt dafür, dass ich einmal im Monat herkomme. Cool. Und bist du mal echt einsam? Es gibt eine Ranger-Hotline. Es hieß, die können irgendwie auch teleportieren. Einsteigen, bitte! Ja, kaum zu glauben, es geht los. Das machst du sicher großartig. Möge die Power dich beschützen. Tschüss. So leid, Emilia. Das ist echt Mist. Somit ist meine letzte Chance auf Informationen auch Geschichte. Was? Es mag euch schockieren, aber ihr seid nicht die Einzigen, die mit diesem Teil umgehen können. Ihr seid ungebeten in mein Heim eingedrungen, das ihr nun nie wieder verlassen werdet.
Lass sie in Ruhe! Wir kamen auf die Erde auf der Suche nach Nahrung. Unsere Leute benötigen Vorräte für die Raumschiffe. Wir brauchen sie zu Hause dringend. Ich befürchte, diese Einrichtung ist jetzt euer Zuhause. Ruhig, ganz ruhig, mein Kleines. Lenore, alles gut bei euch? Uns geht es gut. Helft uns! Hilfe! Hallo! Bitte helfen Sie uns! Ich bin nur der Hausmeister, aber ihr müsst jetzt schnell raus hier. Die sagt mir gerade, hier fliegt gleich alles in die Luft. Wir passen nicht durch das Loch, aber... Bitte bringen Sie unser Kind in Sicherheit. Sollten wir es nicht mehr schaffen, versprechen Sie, sie zu beschützen. Ich... Versprich es! Das tue ich. Ja, natürlich, ich verspreche. Los! Raus jetzt! Unser Baby hat es... Das konnten sie nicht überleben. Hätte niemand können. Die Menschen sind schuld daran. Sie müssen dafür bezahlen. Piratenbestrafung, bekannt aus Film und Fernsehen. Keine Ahnung, von was du sprichst. Ist mir auch egal. Alles klar bei dir? Ja, erste Sahne. Als Tintenfischköder habt ihr bald nicht mal mehr zweite Sahne. Überhaupt nichts, was der sagt, ergibt einen Sinn. Deine und dein Schlüssel, bereit! Ich regel das. Ja, mach ihn fertig. Es reicht mir jetzt! Dino Nine Schlag! Aktiviert! Hä? Dino Fury entfesseln! Mayday! Nur zum Verständnis, wer genau soll Tintenfischköder werden? Tja. Easy, Bobby. Schöne Party, darf ich dazu stoßen? Haltet doch mal still, es wird auch nicht wehtun. Nicht allzu sehr. Musa Fury Blast! Was hab ich dir denn getan? Schwachmat! Alle Ranger müssen getroffen werden. Wie soll die Königin sonst an die Sparrix kommen? Leute, alles okay? Ihr habt dieses Mal aber echt einstecken müssen. Uns geht's gut. Ich glaube, es ist überstanden. Gehen wir zurück zur Basis. Da wäre ich auch dafür. Go, 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 go.